der FI800R, wo Kundenservice auf Kundenzufriedenheit trifft. In einer Welt, in der Twitter, Trustpilot und TripAdvisor regieren, ist guter Kundenservice alles. Es beginnt schon bei der Begrüßung am Empfang. Bei dieser ersten so wichtigen Interaktion können schon kleinste Änderungen eine enorme Wirkung auf die Kundenzufriedenheit haben. Die aktuellen Arbeitsschritte zum Erfassen von Formulardaten oder Ausweisen erfordern in der Regel mehrere Geräte. Häufig befinden sich diese nicht am Empfang, sondern außer Sichtweite des Kunden. Doch jetzt bietet ein neuer Scanner eine nahtlose Lösung. Beim neuen FI800R trifft Kundenservice auf Kundenzufriedenheit. Er sorgt dafür, dass Kunden an der Rezeption in Rekordzeit fertig sind. Der FI800R kann sowohl Papierdokumente als auch Ausweise einlesen, ganz ohne weiteres Zubehör. Und dennoch ist er so kompakt, dass er auch auf engstem Raum Platz findet. Er sorgt nicht nur für kürzere Wartezeiten, sondern auch dafür, dass Mitarbeiter den Empfang zum Einscannen nicht verlassen müssen und bei den Kunden bleiben können. Der FI800R scannt die maschinenlesbaren Bereiche von Ausweisen per Knopfdruck ein und extrahiert die Daten direkt in ihre Workflows, um die Profile ihrer Kunden zu ergänzen. Die automatische Schräglagenkorrektur und die aktive Trenntechnik liefern Ihnen die Zuverlässigkeit, die Sie von einem Marktführer erwarten, und machen den FI800R zum perfekten Scanner für den Empfangsbereich und viele andere Einsatzmöglichkeiten. Ob ein Kunde Urlaub macht, auf Geschäftsreise ist oder ein Bankkonto eröffnen möchte, er profitiert von einer schnellen und effizienten Bedienung. Ihre Mitarbeiter können ihre Kunden einen hervorragenden Kundenservice bieten, haben dabei aber weniger Aufwand und sparen Zeit. Wenn jedes Krankenhaus, Fitnessstudio, Bank oder Autovermietung sich zu dieser kleinen Änderung entschließen würde, könnte der Anmeldeprozess effektiver gestaltet und sichergestellt werden, dass jeder Kunde den Empfang zufrieden verlässt. Der FI800R, wo Kundenservice auf Kundenzufriedenheit trifft.